Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zur letzten Diskussion auf dem SPIFA-Fachärztetag 2020 in Berlin. Schön, dass Sie noch bei uns sind oder gerade erst reingeklickt haben. Und vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie hier trotz der Corona-Maßnahmen im Saal aushalten. Es kann sich lohnen. Wir haben eine interessante Diskussion jetzt vor uns und da wollen wir so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Wir haben den ganzen Tag sehr viel über den Status quo gesprochen, über die aktuelle Pandemie-Politik, über den Stand der Digitalisierung, über die Schnittstelle ambulant und stationär. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen hinter die Corona-Zeit gucken und uns so ein bisschen erinnern, auch welche Themen haben wir diskutiert, bevor diese große Belastung auf unser Land gekommen ist in der Gesundheitspolitik. Wie viele Krankenhäuser brauchen wir in Deutschland? Der Ärztemangel, was machen wir dagegen? Die Ökonomisierung in der Medizin. Wir hätten einen ganzen Ärztetag zum Thema Umwelt und Medizin gehabt in diesem Jahr. Alles liegt natürlich auf Eis. Und die Frage ist, welchen dieser Fäden kann man wann wieder aufnehmen? Und darf man so eine Diskussion jetzt überhaupt führen? Ist natürlich auch nicht so einfach. Dazu gehört ein bisschen Mut. Aber wir haben zwei mutige Mitdiskutanten gefunden. Heute hier. Ich begrüße Dr. Klaus Reinhardt, den Präsidenten der Bundesärztekammer und Vorsitzenden des Hartmann-Bundes, und Christian Lindner, den Bundesvorsitzenden der FDP. Schön, dass Sie beide hier sind. Gerne. Und das Schönste, ich sehe, ich habe gar keine Endzeit hier. Wir haben also Zeit genug. Ich habe geplant bis 22:30. Wusste ja Lindner bis jemand. Nein, wir machen es kurz. Wir machen es kurz und knackig, aber so viel Zeit muss vielleicht sein, dass wir einsteigen mit einer kleinen Frage zur persönlichen Situation jetzt in der Corona-Pandemie. Das ist natürlich als Parteivorsitzender, gerade Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie das Gespräch mit den Leuten vor Ort sehr intensiv suchen. Es gibt so viele Hörsäle und Bürgerbüros, wo Sie waren. Und wenn man das vergleicht mit anderen Parteivorsitzenden, kann man wahrscheinlich vermuten, dass Sie die meisten Kilometer gemacht haben vor Corona. Und jetzt, wie sieht jetzt Ihr Politikeralltag aus? Ich meine, der Bundestag, die wichtigen Sachen laufen, der Rest. Ja, klar, Video. Die parlamentarische Tätigkeit in Berlin läuft, die Gremiensitzungen laufen auch, Verbandsgespräche gibt es auch im Videocall-Format. Aber das, was meine persönliche Leidenschaft ist, und Sie haben es angesprochen, das ist ja der Austausch vor Ort, die Saalschlachten in den Hörsälen. Ein Drittel im Hörsaal, das ist die liberale Hochschulgruppe. Ein Drittel, das ist RCDS, Junge Union. Ach, den kennen wir aus dem Fernsehen. Und ein Drittel, das ist die organisierte linke Studentenschaft, Fridays for Future, Juso Hochschulgruppe. Und das ist eine Atmosphäre, da zu diskutieren. Ich liebe das in der Tat. Unendlich viele Veranstaltungen im Land gemacht. Das ist das Tolle an dieser Aufgabe, Parlamentarier zu sein. Für mich, das findet nicht statt und ich befürchte auch auf unabsehbare Zeit im Jahr 2021 nicht. Mhm. Das ist eine Realität, mit der man sich abfinden muss. Ich glaube, es gibt größere Probleme als die jetzt, wenn ich sehe, wie die Entwicklung der Fallzahlen ist, wie schockierend hoch die Fallzahlen auch in den Risikogruppen sind, weil wir es bis dato nicht vermocht haben, ein wirksames Schutzkonzept zu beschließen. Die Sorgen um die wirtschaftliche Existenz an vielen Stellen unseres Landes. Also da ist meine Betroffenheit und wirklich ein Luxusproblem. Vielleicht ganz kurz zu Ihrer Situation in der Bundesärztekammer. Wie ist da so bei Ihnen die tägliche Arbeit? Die Bundesärztekammer komplett im Homeoffice, außer Pandemie noch andere Themen in der Bearbeitung? Oder ja, also Pandemie nimmt natürlich schon sehr, sehr viel Raum ein, das muss man einfach sagen, und überspielt natürlich viele Themen, mit denen wir uns auch gerne beschäftigt hätten. Ich sage mal, Ökonomie und Kommerz in der Medizin sind Themen, die uns eigentlich interessieren. Wir hätten auch ganz gerne das Thema Klimawandel und Gesundheitsfolgen gehabt. Findet alles ein ganzer Ärzte daraus ausgefallen. Das ist ja nicht zu vernachlässigen. Also insofern beschäftigt uns das sehr. Wir haben Teil Homeoffice, Teil Präsenz. Das ist auch mal ein Wechsel. Zwei Teams, die sich sozusagen austauschen. Und haben natürlich extrem viele Sitzungen inzwischen der Gremien auch in Form von Videokonferenzen. Und da muss man sagen, man ist erstaunt, wie gut das dann am Schluss dann doch funktioniert. Wir haben heute und gestern einen Vorstand gehabt der Bundesärztekammer. Die Hälfte war da, die andere Hälfte war zu Hause oder im Büro. Und auch das hat gut funktioniert. Daran hat man sich inzwischen tatsächlich relativ gut gewöhnt. Und das ist auch, glaube ich, unter dem Aspekt von auch der Ökologie vielleicht etwas, worüber wir nachdenken sollten. Wir haben also viele Sitzungen gehabt. Da sind dann Menschen aus Stuttgart oder aus München für eine 2-Stunden-Sitzung nach Berlin geflogen und dann wieder zurück. Ob das wirklich sinnvoll ist, ich könnte mir vorstellen, dass auf den Flughäfen auch wirklich weit über 2021 hinaus weniger los sein wird. Und das ist dann vielleicht auch mal gar nicht falsch gewesen, sage ich mal ganz am Schluss.
Und inhaltlich muss man sagen, ist es vielleicht ein bisschen, ist es ein schwieriges, eine schwieriges Balance halten zwischen auf der einen Seite den angemessenen Ernst und die angemessene Sorgfalt oder auch Gewissenhaftigkeit oder auch Vorsicht im Umgang mit dem ganzen Thema walten zu lassen. Auf der anderen Seite aber nicht Panik und Angstmache zu predigen. Das ist jedenfalls meine persönliche Auffassung. Und ich finde auch, dass das ärztlich ist, so zu handeln. Ich finde, es ist Aufgabe vielleicht, manches Politiker zu sagen, wir müssen jetzt schwer aufpassen und vielleicht ein bisschen auch Angst zu machen, um die Leute auch einzuschwören. Aber es ist nicht Aufgabe eines Arztes, seinen Patienten oder Menschen, die ihn um Rat fragen, Angst zu machen. Im Gegenteil, eigentlich muss man die beruhigenden Elemente auch finden. Und das in Balance zu halten, ist, finde ich, eine schwierige Aufgabe. Man kommt sehr leicht, wenn man mal andere Aspekte anspricht als den harten Lockdown, sondern vielleicht mal auch sich sozusagen konzentriert auf die Dinge, die damit dann auch mittelbar verbunden sind oder auch mal auf langfristige Dinge sich konzentriert in der Diskussion, indem man sagt, was macht zum Beispiel dieser Umgang vermummt und maskiert mit uns als Gesellschaft, psychosozial, kulturell, das sind ja alles Dinge, über die man durchaus mal diskutieren darf. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil man im Mainstream der Meinungen da ganz schnell plötzlich sich auf einer Ebene befindet, mit der man nichts zu tun haben will und auch nichts hat. Also das ist schon nicht immer einfach, würde ich sagen. Herr Lindner, wie gehen Sie mit der Gesundheitspolitik in Ihrer Partei auch im Moment um? Es ist ja, wenn man sich, Sie haben ja sehr viel auch Fachleute da, Frau Aschmeck-Duknus war heute hier oder Herr Professor Ullmann und so weiter, Ärzte, Zahnärzte bei Ihnen, die viele Themen beackern und sich auskennen. Aber wenn man bestimmte Sachen jetzt bringt, heißt es, wir sind mitten in einer Pandemie, was soll das? Man muss das zurückhalten. Findet sonstige Gesundheitspolitik ja, und noch wie statt? Ja, und wie die stattfindet, weil viele die Pandemie ja nutzen, um ganz grundlegende Fragen neu aufzuwerfen. Also die Frage etwa der Organisation unseres Krankenversicherungssystems wird regelmäßig neu aufgeworfen. Jetzt wäre ja der Zeitpunkt gekommen, um beispielsweise über eine stärker staatlich gelenkte Medizin und eine Bürgerversicherung nachzudenken. Im Deutschen Bundestag in den Debatten gibt es permanent die Warnung vor der Ökonomisierung der gesundheitlichen Versorgung. Da frage ich mich immer, was damit eigentlich gemeint ist, wenn man gegen die Privatisierung spricht. Denn unser System in Deutschland ist ja nicht geprägt durch überwiegend renditeorientierte Player im Gesundheitswesen, sondern die besondere Qualität unseres Gesundheitssystems verdankt sich ja der niedergelassenen Ärztin, dem niedergelassenen Arzt. Und die haben selbstverständlich ein besonderes Ethos aus dem Heilberuf heraus, aber das sind auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Und als solche haben die natürlich auch nachvollziehbare betriebliche Interessen, weil die sonst nämlich die Praxis dicht machen müssen. Das ernst zu nehmen und anzuerkennen, ist ja keine eiskalte Ökonomisierung. Und im Übrigen bedeutet Ökonomisierung ja nicht Renditeorientierung, sondern auch der effiziente Umgang mit der knappen Ressource medizinische Versorgung. Und deshalb dürfen und müssen diese Fragen diskutiert werden. Nur bitteschön nicht einseitig. Denn der National Healthcare Service in Großbritannien, das sollte jetzt nicht das Rollenmodell für die Weiterentwicklung des deutschen Gesundheitswesens sein. Und im Übrigen ist bei uns Gesundheitspolitik in doppelter Hinsicht, in dreifacher Hinsicht ein wichtiges Thema. Erstens, was ist für uns wichtiger als die individuelle Gesundheit? Ohne die ist alles nichts. Die ganze Lebensqualität hängt daran. Zweitens, es ist ein enorm großer Wirtschaftssektor in Deutschland, der wachsen wird, nicht nur aufgrund der Demografie, sondern weil wir alle an unser Leben höhere Ansprüche stellen. Lange, gesund, aktiv zu leben, das ist Teil unseres Zivilisationsversprechens. Und zum Dritten glaube ich, dass aus dem Feld der Medizin enorm viele Innovationen kommen für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaftsstruktur und gleichzeitig auch sehr viel enormer Innovationsbedarf ist, etwa im Feld Digitalisierung. Da haben wir noch längst nicht alles gesehen, was an Fortschritt erreichbar ist und deshalb in dreifacher Hinsicht für uns ein prioritäres Politikfeld. Glauben Sie denn, erlauben wir uns mal so ein bisschen von der Zeit nach Corona zu träumen. Da arbeiten alle, die uns zuschauen, alle Ärzte darauf hin,
Und wir haben ja gerade schon gesagt, das wird dauern, da sprechen wir über 2022, bis wir vielleicht eine Annäherung in den Normalzustand haben. Wenn das mal irgendwann soweit ist, dass in Kliniken und Praxen wieder der Zustand wie vorher herrscht und dass die Corona-Impfung vielleicht nur noch eine von vielen empfohlenen Impfungen ist, ist das Ende der Pandemie dann auch Startpunkt großer Reformen im Gesundheitswesen oder muss es das sein? Welche Narben oder welche Spuren hinterlässt das in so einem Gesundheitssystem? Ja, ich glaube, dass wir insgesamt in diesen 20er Jahren jetzt vor einer Neugründung vieler staatlicher Systeme stehen, alleine aufgrund des demografischen Wandels und des technologischen Fortschritts. Ich glaube, dass wir vor einer Neugründung auch der Quellen unseres Wohlstands stehen, weil viele Schlüsselindustrien, wie etwa der Automotive-Bereich, im Prinzip 100 Jahre alt sind, gut unseren Wohlstand gesichert haben, aber in Transformation begriffen sind. Und ich will sagen, dass ich erwarte, dass wir auch vor einer Neubegründung unseres freiheitlichen Gesellschaftssystems stehen. Während dieser Pandemie gibt es doch sehr viele Blicke hin in autoritäre asiatische Gesellschaften, die mich verstören. Und es gibt eine gewisse Kritiklosigkeit gegenüber den Anordnungen der Regierenden. Und die Akzeptanz von Regeln und die Gesetzestreue ist das eine, aber kritikloses Hinnehmen von Ankündigungen der Regierung, das ist nicht das, was eigentlich unser freiheitlich-demokratisches Gesellschaftsverständnis ausmacht, denn wir alle sind fehlbar, aber die Regierenden auch. Und deshalb glaube ich, dass über diese technischen Fragen hinaus wir uns auch Mentalitätsfragen neu stellen müssen in der Offenheit des Diskurses und der Bedeutung der Liberalität in Wirtschaft und Gesellschaft nach der Pandemie. Mhm, vielen Dank, das sind ja so gesamtgesellschaftliche Effekte. Kommen wir nochmal zum Gesundheitswesen zurück. Herr Dr. Reinhardt, was glauben Sie, wenn Pandemie irgendwann nicht mehr so ein Thema ist, was wird im Gesundheitswesen, wird viel umgekrempelt oder was glauben Sie? Na, ich glaube, dass ein paar Dinge, die jetzt durch Corona aufgedeckt werden, dann auch angegangen werden müssen. Das betrifft definitiv das Thema Digitalisierung, digitale Kommunikation und Wissen, Informationstransfer, der natürlich nicht stattfindet, weder in Gesundheitsämtern noch zum RKI, noch zwischen Praxen, noch zwischen Laboren und Gesundheitsämtern. Also das bewegt sich alles auf einem Niveau, von dem man sagen würde, das passt eigentlich nicht zu technischen Standards, die wir in anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens haben. Insofern glaube ich, da wird was zu tun sein und das offenbart sich jetzt sozusagen tatsächlich so, dass wir sagen müssen, da liegt auch ein Defizit in unseren Möglichkeiten, uns mit der Pandemie intelligent und so zu befassen, dass wir unter Umständen tatsächlich auf der einen Seite Infektionszahlen im Griff behalten können, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Form von gesellschaftlichem Leben zulassen können. Also insofern, das wird sicherlich der Fall sein. Ich glaube auch, dass dass wir völlig unabhängig von dem Thema Corona natürlich ein paar Entwicklungen haben, die uns befassen werden. Und dazu gehört einmal die Demografie nicht nur der Bevölkerung an sich, mit der daraus sich ergebenden Morbidität und auch im Übrigen Finanzierungsschwäche der sozialen Sicherungssysteme, sondern auch die Demografie der Ärzteschaft wird uns, die ist ja nicht anders als die der Bevölkerung, wird uns befassen. Und ich bin Jahrgang 60. In 7 Jahren bin ich zuteilungsreif im Versorgungswerk, das Versorgungswerk Westfalen-Lippe. Dann höre ich, wenn ich gesund bin, noch nicht auf zu arbeiten. Aber die Mehrzahl wird es vielleicht tun. Ja? Und die hören dann auf. Das heißt, in 7 Jahren gehen die Babyboomer dann tatsächlich in den Ruhestand und die kommen nicht in gleicher Weise nach. Das ist eine ganz eindeutige Tatsache. Und da kommt dazu, dass wir ja feststellen können, dass wir eine gewisse Trendumkehr haben. Das, was Herr Lindner eben als privat bezeichnet, ist ja das, was wir klassischerweise uns vorstellen unter dem wirtschaftlich selbstständigen Arzt oder Ärztin in der Einzel- oder Gruppenpraxis oder wie auch immer. Und das hat 50, 60, 70, 80 Jahre sozusagen das deutsche Gesundheitswesen jedenfalls in der ambulanten Versorgung geprägt. Das kippt gerade, weil die Bereitschaft, sich wirtschaftlich selbstständig zu betätigen, nachlässt. Und weil viele sagen, ich lasse mich lieber anstellen, auch in der ambulanten Versorgung. Und jetzt kommen wir in das Thema Ökonomisierung und Kommerzialisierung. Jetzt gibt es in dem Kontext zunehmend, Herr Lindner, natürlich Player. Die sind tatsächlich nur renditeorientiert. Da kommt Kapital, das hat nichts zu tun mit Gesundheitswesen, das ist auch nicht inhabergeführt, sondern das sind Private Equity Fonds oder was auch immer, große Unternehmungen, die sozusagen Geld aggregiert haben und dann investieren. Und die sagen sich, Gesundheit ist per se ein Wachstumsmarkt in der sagen wir so, hochtechnisierten Gesellschaft der westlichen Welt. Also da gehen wir rein. Die Gesellschaft älter ist bereit, Geld dafür auszugeben, das verspricht Rendite in einer Zeit, in der andere Assetklassen einfach schwach sind.
Und das wird dann getan und da wird natürlich Einfluss genommen. Und das nennen wir Kommerzialisierung. Die Ökonomisierung, also ökonomisches Umgehen mit begrenzten Ressourcen, ist etwas, was man von uns richtigerweise verlangen muss und darf. Wozu, glaube ich, jeder, der unternehmerisch einigermaßen fit ist, auch jederzeit bereit ist. Und das tut er ohnehin aus Eigennutz und aus einem guten und Wohlverstand. Eigennutz. Und ich finde, die zu differenzieren zwischen dem Unternehmer, der wirtschaftlich selbstständig ist, als freiberuflich wirtschaftlich selbstständiger Arzt oder Ärztin, das ist das eine Bild und das wäre immer noch mein Lieblingsbild von der Art und Weise, wie Ärzte und Ärzte ihren Beruf ausüben, gegenüber dem, der angestellt ist in einem großen Agglomerat von jemandem, wo er gar nicht richtig weiß, wer sich hinter dem sozusagen als Inhaber wohinter auch immer verbirgt. Und das ist etwas, wo wir hingucken müssen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir genauso hingucken, dass wir nicht abschlittern jetzt in den Herausforderungen, die sich aktuell zeigen, in ein staatliches Gesundheitssystem von Parteien, die eben anderes vorhaben. Und da muss man ganz klar sagen, ich habe mal ganz am Anfang der Pandemie festgestellt, und das gilt auch noch bis heute, trotz der relativ hohen Zahlen aktuell, muss man sagen, sind wir in Deutschland in der Verhältnis zur Population, was Infektionszahlen angeht und Totenzahlen angeht, definitiv immer noch am besten weltweit. Und das sind wir vielleicht auch, weil wir diesen Mix an Finanzierungssystemen haben und sehr viele verschiedene Säulen haben, auf denen das Ganze steht. Das reine staatliche Gesundheitswesen, wie in der NHS, hat dieses Ergebnis, was wir sehen können. Gibt es aber in Spanien und Italien auch nicht besser und anders. Und das deutlich stärker privatwirtschaftlich organisierte, wie die Vereinigten Staaten, hat ebenso einen ganz schlechten Outcome. Also ich glaube, insofern muss man das mal feststellen und das sollte man denen ins Stammbuch schreiben, die meinen, sie müssten jetzt diesen Moment nutzen, um uns da sozusagen staatlich dirigistisch am Nasenring durch die Manege zu führen. Geht sehr konform, oder? Ja, absolut. Unser Leitbild für die Qualität der Versorgung, für die freie Therapiewahl, das ist unverändert die Freiberuflichkeit. Und sie kann von zwei Seiten unter Druck geraten, durch die Verstaatlichung und durch gewisse ungelenkte Marktprozesse eben der Bildung von Kapitaleinfluss und der Konzentration über die einzelne Praxis hinaus in Ketten und anderes mehr, wo dann die Ärztin, der Arzt auch nur noch im Angestelltenverhältnis ist. Das kann man durch Regeln, wer eigentlich in welcher Weise sich engagieren kann als Eigentümerin und Eigentümer von Praxen denken. Aber darüber hinaus müssen wir über die Attraktivität der Freiberuflichkeit selbst nachdenken. Wenn es also in bestimmten ländlichen Bereichen gar niemanden mehr gibt, der die ärztliche Versorgung sicherstellen will als Freiberufler, dann ist das ein Problem. Und ich schlage da einen breiten Diskurs vor, um zu überlegen, an welchen Stellschrauben können wir drehen. Es sind die Vergütungssysteme. Es ist mit Sicherheit die Frage, wie ist das richtige Verhältnis von ambulant und stationär? Also was heute stationär erfolgt, kann in Wahrheit möglicherweise auch ambulant als Therapie erfolgen. Da gibt es dann unterschiedliche positive Effekte davon. Es ist die Frage der Wertschätzung des Berufs und es ist die Frage langfristig natürlich auch, in wie ist die Versorgung gesichert. Herr Reinhardt und ich sind ja im selben Versorgungswerk, wie ich gerade gelernt habe. Stimmt, keine Angst. Landtag NRW. Bitte. Genau, ich bin kein Mediziner. Haben wir mal vor Jahren übernommen. Ja, genau. Niemand muss sich gut aufgehoben, Herr Lindner. Aber ich bin eben über meine Zeit im Landtag für einen Teil meiner Versorgung in einem ärztlichen Versorgungswerk. Und deshalb bekomme ich aus erster Hand mit, was das bedeutet. Und das ist ja auch ein Attraktivitätsbaustein. Und da müssen wir einiges tun. Das ist eine allgemeine finanzpolitische Aufgabe in Zeiten von Niedrig- und Nullzins die langfristige Finanzierbarkeit der Systeme zu sichern, aber es ist eine große Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Mein Vorschlag wäre übrigens, wegzugehen nur von der Finanzierung von Immobilien und Staatsanleihen aus dem Versorgungswerk und stärker auch unternehmerisch tätig sein zu können, etwa in Anlehnung, wie das die Kanadier machen. Also geht es jetzt nicht um Hedgefonds-Qualität, aber um eine stabile Rendite von 4%, die die Kanadier für die Versorgungswerke ihrer Lehrer schaffen. Das sollten wir uns als Deutsche auch zutrauen. Vielen Dank. Sie haben gerade gesagt, die Attraktivität der Niederlassungen, in dem Fall Ärzte, darüber müssen wir nachdenken, ob da das richtige Verhältnis ist. Ein Hausarztfunktionär aus Ihrem Bundesland hat kürzlich etwas plakativ in der Lokalpresse gesagt, die Pandemie ist gerade noch zum rechten Zeitpunkt gekommen. 5-6 Jahre später wären wieder so viele Kollegen in Rente gegangen, ja, Hätten wir Probleme gehabt, das zu versorgen. Ja. Sehr drastisch vielleicht, aber wie schlimm ist das Problem Ärztemangel auf dem Land? Wie schätzen Sie das ein?
Also aktuell ist das noch nicht schlimm, aber das wächst, ich sag mal, von Quartal zu Quartal. Und das ist in Flächenländern in Ostdeutschland, aber auch in Westfalen spürbar. Das ist vielleicht in Baden-Württemberg nicht ganz so, ein bisschen unterschiedlich verteilt in der Republik, aber es ist da. Und insofern, glaube ich, werden wir uns als Berufsstand natürlich schon auch damit befassen müssen, ist die Einzelpraxis eines einzelnen Arztes oder Ärztin irgendwo in der ländlichen Region tatsächlich ein, das ist ein wunderbares Klischee, das füllt eine Vorabendserie und das ist auch eine schöne Tätigkeit, das ist überhaupt keine Frage, aber ist das noch das Bild, das prototypische Bild dessen, was wir anstreben und was es geben wird? Und das glaube ich einfach definitiv nicht. Ich glaube schon, dass man heute oder in Zukunft in so einer hausärztlichen Einheit anders arbeiten wird. Ich glaube, man wird etwas größeres Einzugsgebiet haben. Man wird vielleicht auch irgendwie ein anderes Setting haben in der Zusammenarbeit mit der Kommune, vielleicht auch mit Pflegediensten, vielleicht sogar mit einem kleinen Krankenhaus, was irgendwo tätig ist, auch vielleicht mit der geriatrischen Einrichtung und so weiter. Also ich glaube, das läuft mehr im Team. Aber entscheidend ist für mich, dass dabei Ärztinnen und Ärzte gestaltend, auch unternehmerisch gestaltend mit an Bord sind und auch die Chancen dazu haben, das zu tun und nicht sozusagen dann plötzlich irgendwo Angestellte in der Kommune oder anderes werden. Also das wäre für mich schon wichtig. Und ich glaube, da ist, dürfen wir durchaus Fantasie entwickeln, uns zu engagieren. Und wenn ich in der Kassenärztlichen Vereinigung irgendwo tätig wäre, dann würde ich denen raten, sich auf den Weg zu machen und sozusagen mit Partnern an der Stelle auch gestalten, aufzutreten. Und Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht aktuell noch darüber nachdenken, ob sie sich niederlassen oder sich vielleicht anstellen lassen würden, aber dann eine Chance bieten, da einzusteigen und sich fließend in so einen Verkehr einzufädeln. Also ich glaube, da ist Spielraum und da haben wir vielleicht auch noch nicht ausreichend Fantasie entwickelt an der Stelle. Wenn ich dann noch einen Spiegelstrich ergänzen darf, Sie haben ja eine Aufzählung gemacht, wie das im ländlichen Raum aussehen kann. Ich würde den Spiegelstrich ergänzen, Kosten der Administration reduzieren. Gut, das ist die Misstrauenskultur, die wir im Gesundheitswesen lange haben. Die haben wir spätestens seit Ulla Schmidt. Die hat die also massiv eingeführt, sage ich mal so. Die wird natürlich von Kostenträgern auch noch getriggert und gerne entgegengenommen. Da hätte ich eigentlich mir vorstellen können, dass man, also es hat ja auch mal Zeiten gegeben, da hatten wir FDP-Gesundheitsminister, zwei hintereinander weg, die ich beide gut kenne und schätze. Die haben immerhin die Praxisgebühr Ihnen ja, abgeschafft. Das, ne? Wobei, das erledigt, das ist ein Sonderthema. Zu dem Zeitpunkt hätten wir gesagt, die hatten wir verdaut. Und das war das einzige Element, bei dem so etwas wie eine Selbstbeteiligung, so schlecht sie war und so unsinnig sie war und so wenig steuernd sie am Schluss auch wirkte, trotzdem ist mit dem Moment, wo die weg war, glaube ich, aus den Hirnen des Deutschen Bundestages, die FDP mal ausgeklammert, das Thema Selbstbeteiligung ausgelagert und kommt da, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren auch nicht wieder rein. Wobei es ein hochqualifiziert gutes Element wäre, gut gemacht und sozialverträglich gestaltet. Aber dann wie in Schweden. Also, wenn es eine Lenkungswirkung haben soll, dann wie im skandinavischen Bereich, aber Sie wissen viel besser als ich, im Deutschen Bundestag, also vermutlich im FDP-Parteitag schon schwierig durchzusetzen. Ja. Im Parlament noch schwerer. Gar nicht, genau. Sie haben gerade schön Maßnahmen aufgezählt, wie man vielleicht dem Ärztemangel so ein bisschen entgegenwirken kann, über die Vergütung sprechen, das Verhältnis ambulant-stationär diskutieren, über Wertschätzung zu reden. Interessanterweise in der Aufzählung. Weil die Wertschätzung relativ hoch ist beim Arztberuf, ne? Das würde ich schon sagen, ja. Interessanterweise haben Sie nicht das, was sonst zuerst oft kommt, mehr Studienplätze gesagt. Das müsste ich, weil Herr Reinhardt hier es als erstes eigentlich gesagt haben, weil in Bielefeld es eine neue medizinische Fakultät geben wird, auch in der Hoffnung auf, ich sage mal, Klebeeffekte dann in der Region von denjenigen, die dort ein medizinisches Studium absolvieren. Alte FDP-Idee. Stimmt. Ja. Trotzdem ist es so, wir hatten heute. Wir haben lange mit der CDU, mit der SPD-Regierung in Düsseldorf verhandelt, da ist nichts gelaufen. Es hat dann erst die aktuelle Regierungskoalition ist angefasst und durchgesetzt und auch jetzt die Finanzen beschlossen. Und das sind immerhin 220, 250 Studienplätze, die dort geschaffen werden. Und das ist ein kleiner Baustein. Und wenn das in Bayern gibt es ja auch Neugründungen von Universitäten. Ob man das so löst, weil man einen Klebeeffekt in einer Region haben möchte, in der das vielleicht auch sinnvoll ist, oder ob man überhaupt on top an den Standorten, die man hat, die Studienplatzzahlen erhöht. Man muss ganz klar sagen, wir haben im Jahre 1990 etwa 15.000 Studienplätze gehabt im Jahr der Wiedervereinigung.
Davon waren etwa 5.000 in den ostdeutschen Bundesländern, 10.000 in den westdeutschen. Und wir haben jetzt gesamtdeutsch etwa 10.700 Studienplätze. Wir haben damals, das muss man selbstkritisch dazu anmerken, auch als Ärzteschaft das für richtig erachtet, weil man Sorge hat, es gäbe ärztliche Arbeitslosigkeit und so weiter. Wir bilden zu viele aus. Das war sicher eine Fehleinschätzung, muss man aus heutiger Sicht sagen. Und wenn man das feststellt, muss man eben auch korrigieren. Und das sollten wir tun. Und insofern, glaube ich, ist die, das Ansinnen, mehr Studienplätze in der Medizin zu schaffen, ein richtiges. Wie viele es sein müssen, darüber kann man sicherlich nachdenken. Das muss man auch vorsichtig explorieren, aber im Grundsatz ist es richtig. Darf ich eine Frage an Herrn Dr. Reinhardt stellen? Bitte. Eine Lernfrage. Wurde verschiedentlich diskutiert und ich selbst bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja Überlegungen, bei der Zulassung zum Medizinstudium Quoten vorzusehen für diejenigen, die dann einen Abstrich erhalten beim Numerus Clausus, wenn sie sich verpflichten, in den landärztlichen oder in den hausärztlichen Bereich zu gehen. Ich persönlich sage dann immer so, eigentlich wollen wir ja die gleiche Qualifikation auch auf dem Land und beim Hausarzt haben. Also warum wird dann beim akademischen Eingangsniveau ein Abstrich gemacht? Andererseits könnte es natürlich ein Baustein sein, um Nachwuchs zu generieren. Was ist da die fachliche Position? Da kann ich jetzt eine abendfüllende Antwort geben? Ja. Also es ist keine einfache Antwort, und zwar aus folgendem Grunde. Es gibt ja in NRW, haben wir ja die Landarztquote, Karl-Josef Laumann hat die eingeführt. Und die sieht eben vor, dass ein gewisser Anteil von Studienplätzen pro Semester oder pro Jahr freigehalten wird für diejenigen, die sich über diese Quote bewerben. Die müssen Auswahlgespräche führen. Da findet auch die Abitursnoten einen Einfluss, aber nicht alleinig und wird sozusagen ergänzt durch viele andere Features, die man sozusagen oder Skills, die man abprüft. Und wenn man dann sozusagen eine positive Auswahl getroffen hat, dann sind diejenigen, die das an der Stelle dann machen, anschließend verpflichtet, sich in der ländlichen Versorgung zu engagieren. Und das ist, haben wir schon mal gehabt, für die Bundeswehr vor vielen Jahren, vor 30, 40 Jahren. Das ist natürlich, das kann man machen. Ich bin nicht ein ganz großer Freund davon. Einmal, weil natürlich der Eindruck entstehen könnte, das sind schwächer Qualifizierte. Und da muss man sich die Grundsatzfrage stellen. Ist das Abitur, der Abitursnotendurchschnitt überhaupt ein Kriterium, um festzustellen, ob jemand als Arzt später gut oder schlecht ist? Also das, was man weiß, dafür gibt es wissenschaftliche Evidenz, dass der Studienerfolg derjenigen, die einen Abitursnotendurchschnitt von 1,1 haben, gut ist. Das hätte ich jetzt, finde ich nicht überraschend, dass es diese Evidenz gibt, muss ich sagen. Ja, also finde ich jetzt nicht umwerfend als Erkenntnis. Ob die gute Ärzte sind, und das hat ja mit anderen Qualifikationen zu tun. Das hat was zu tun mit der Fähigkeit, Frustrationen auszuhalten, Fremdbestimmung zu ertragen, und zwar nicht ein Jahr, sondern ein Berufsleben lang, seinen Alltag nicht minutiös durchplanen zu können, weil er schon um 9 Uhr morgens komplett durcheinander gewürfelt worden ist, weil eben Dinge aufgetreten sind, die kein Mensch vorhersehen konnte und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nicht die Stärke derjenigen, die rein sehr kopfgesteuert analytisch tätig sind. Die wollen eigentlich ihre Dinge sauber wie die McLean-Eisenbahn laufen haben. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann werden die auch eher sozusagen, sind die not amused. Und jemand, der vielleicht in anderer Weise was anderes gemacht hat, aber nicht nur in der Buch gesessen hat, kann das dann vielleicht besser. Und insofern ist das schwierig, überhaupt zu sagen, finden wir eine richtige Auswahl. Ich habe da meine Zweifel. Und es gibt ja auch Wittenherdecke als Universität bei uns in Nordrhein-Westfalen, die das ganz anders machen. Und wenn ich mit den Studierenden, die dort studieren, zu tun habe, dann bin ich doch positiv beeindruckt, was das für Persönlichkeiten sind. Und die haben welche dabei, die haben Abitur 1,1 und welche mit 2,7, alles dabei. Und insofern, aber es bedeutet, wenn wir es anders machen, richtig anders machen würden, bedeutet es großen Aufwand. Ich sag mal so, es gibt Einrichtungen, Privatuniversitäten, Bucerius Law School macht ein riesen Assessment, um festzustellen, wer darf da Jura studieren. Ja? Und das ist aber mit dem Aufwand verbunden, der ist nicht unerheblich, der kostet auch Geld. Und der muss natürlich darüber hinaus auch noch so sein, dass er da auch noch gerichtsfest ist, weil es ja Leute gibt, die sagen, ich klage mich jetzt da ein und fühle mich ja schlecht behandelt. Also es braucht dann schon auch systematische Hinterlegung des dortigen Handelns, die sozusagen so sicher ist, dass auch nicht ein deutsches Gericht plötzlich sagt, das war jetzt Willkür. Also ist eine sehr komplexe Fragestellung, die man nicht einfach beantworten kann. Wir hatten das Thema ganz kurz auch heute Morgen in der Eingangsrede von Herrn Dr. Heinrich, der auch betonte, wie wichtig es ist, dass wir mehr Studienplätze schaffen, aber auch zu bedenken gab, dass es ja Jahre dauert, bis die in der Versorgung ankommen. Ja, würden Sie der Politik als Sofortprogramm empfehlen, um jetzt wenigstens kurzfristig? Ja, jetzt wird's gefährlicher. Also wenn wir jetzt anfangen würden, dann hätten wir noch 11 Jahre Zeit und darum sind wir jetzt sozusagen wirklich auf, das ist jetzt allerletzte Eisenbahn. Denn ich habe gesagt, in sieben Jahren gehen die Gefangenen, die geburtenstarken Jahre, aus dem Versorgung rauszugehen.
Und das dauert dann 4-5 Jahre, weil das ist ja die Jahre 60 bis 64 sind die stärksten Geburtenjahrgänge gewesen. 64 war das stärkste Geburtsjahr der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Und die sind dann also in 11 Jahren raus. Also insofern würde man sagen, das passt dann ganz genau, wenn man jetzt wirklich anfangen würde. Aber das darf man jetzt auch nicht lange verpennen, sage ich mal. Und angesichts des vielen Geldes, was wir jetzt für Corona ausgeben, im Moment habe ich Sorge, dass da noch was übrig bleibt für mehr Studienplätze. Es ist ja auch eine Wohlfahrt. Herr Brinkhaus von der CDU hat nach einem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, auch dann über die Fraktion 5.000 neue Studienplätze der CDU beschlossen. Das ist im Bundestag schnell beschlossen, in der Fraktion. Das wird ja umgesetzt in den Ländern. Und dann sagt das Land NRW, gut, die haben jetzt was gemacht. Aber es gibt andere, die sagen, wir haben nichts mehr. Ist nichts mehr in der Tasche, was sollen wir tun? Also es gibt keine Studienplätze, wir müssen uns so helfen. Und dann kommen natürlich andere Konzepte und die sind schwierig. Und ich finde, wir haben in der Ärzteschaft lange darüber diskutiert. Erstens über das Thema Physician Assistant. Das ist ein Thema, über das wir noch nicht endgültig und abschließend ausreichend diskutiert haben. Also das ist natürlich ein deutlich verkürzter Ausbildungsweg als ein ganzes Medizinstudium. Und trotzdem könnten das Menschen sein, die Qualifikationen erwerben, dass sie in der Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärzten wirklich auch entlastend da sein können. Wir haben das Thema Pflege, die Emanzipation der Pflege, die nach wie vor in vollem Gange ist. Pflegekammern werden gegründet, die Pflege will sozusagen sich akademisieren, tut sie in Teilen auch. Das, was wir an Akademisierung in der Pflege haben, sind alles Pflegewissenschaftler. Der Unterschied ist, da gibt es 50 verschiedene Mastersorten. Das sind alles Menschen, die hinterher nicht mehr am Patienten arbeiten. Sondern die sitzen alle irgendwo im Controlling an der Klinik und kujonieren ihre ehemaligen Berufskollegen im Controlling. Also das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen aber schon Menschen, die sich in der Pflege, aus der Pflege heraus, nicht nur zum Intensivpfleger, sondern auch unter Umständen andere Themen sozusagen vertiefen im Rahmen ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung und dann tatsächlich auch in größerem Maße vielleicht etwas selbstständiger Verantwortung übernehmen können, als das heute der Fall ist. Und die Verantwortungsübernahme an der Stelle, ich war neulich im Deutschen Pflegetag, die ist von den dort auftretenden Funktionären der Pflege ganz schnell im Mund geführt. Wenn Sie aber auf einer Station arbeiten und stellen fest, was die da tätig sind, wollen, die wollen auf gar keinen Fall Verantwortung übernehmen und fühlen sich überfordert. Da ist ein Riesendissens zwischen politischer Vertretung und denen, die tatsächlich betroffen sind. Muss man auch mal feststellen. Das heißt, das bedarf an dieser Stelle etwas längerfristiger Konzeption, die dann auch noch ein paar begleitende, flankierende Maßnahmen hat, gesetzgeberischer Natur und auch in der Zusammenarbeit vielleicht mit Ärzteschaft, wie man das gestalten könnte. Aber ich glaube, am Schluss kommen wir nicht darum herum, dass wir auch mehr im Team und auch besser aufeinander abgestimmt auch Teile ärztlicher, bisher rein von Ärzten durchgeführten, mit Arztvorbehalt versehenen Tätigkeiten in stärkerem Maße delegieren. Es gibt ja ein anderes System. Gibt es ein anderes System, definitiv. Übrigens, System, ich bin in der Schweiz gewesen im Rahmen einer Ausbildung, wo Pflegepersonal deutlich mehr Verantwortung trägt. Und es war überhaupt nicht so, dass man als Arzt deshalb weniger estimiert war oder weniger irgendwie Bedeutung hatte. Ganz im Gegenteil, das war hochentspannt. Und ich glaube, selbst schwedische Ärzte oder auch dänische oder amerikanische oder englische werden das nicht empfinden. Also wir haben da schon auch, das darf man selbstkritisch auch mal sagen, man muss ja nicht immer nur so tun, als wenn wir alles richtig machen und alle anderen machen alles falsch. Ich glaube, dass wir in dieser Position zu lange, zu konservativ uns abgegrenzt haben. Natürlich auch in einem Diskurs, der was zu tun hatte mit herrschaftsfreier Diskurs. Wir wollen weg vom arztzentrierten Gesundheitswesen. Da sind ja auch noch so viel klassenkämpferische Subthemen, die da verarbeitet werden, die da alle nicht hingehören und überhaupt nicht weiterführen. Kommen wir nochmal zum Thema Geld. Es war ja lange eine Forderung oder ist eine Forderung der FDP auch, den Ärzten, die gesetzlich versicherte Patienten behandeln, die Budgetdeckel wegzunehmen und zu sagen, da wird klar weiter bezahlt. Sind das so Forderungen, wo man jetzt in der Corona-Krise sagen muss, kann man sich für die nächsten Jahre abschminken, das ist so teuer, wir sind froh, dass wir das Niveau halten können? Oder wie sehen Sie das? Nein, das ist weiter eine Forderung, die wir aufrechterhalten. Es muss das medizinisch Notwendige finanziert werden und solche Formen der ich sag mal, zeitlichen Beschränkung und Kontingentierung, die halten wir unverändert für falsch. Dennoch kann und muss man fragen, wo im System noch Wirtschaftlichkeitsreserven sind. Ich sehe die dann eher bei der Frage, wie organisieren wir unsere gesetzlichen Kassen und für was? Also wie schlank ist die Verwaltung, wie wettbewerbsintensiv wird da gearbeitet? Sind eigentlich bestimmte Strukturen wie der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich
ein Faktor, der mehr Qualität schafft, im Sinne von Prävention und anderes mehr? Oder gibt es da nicht Fehlanreize? Also wir sehen da noch Wirtschaftlichkeitsreserven. Aber auch so viele, dass man den Leuten nicht sagen muss, es wird teurer aufgrund von Corona? Es wird nicht nur aufgrund von Corona teurer, sondern aufgrund der Alterung der Gesellschaft und des technologischen Fortschritts. Das ist ja das, was ich eben angesprochen habe, weshalb ich der Auffassung bin, dass wir insgesamt im System analog zur privaten Krankenversicherung mehr stärker kapitalbasierte Abstützungen schaffen müssen, um die allfälligen Kostensteigerungen abfangen zu können. Wenn wir das nur organisieren über das umlagefinanzierte Beitragsverfahren, stoßen wir schnell an Grenzen. Die zusätzliche Überrendite, die wir brauchen, um gegen den demografischen Wandel fiskalisch angehen zu können, das wird nur durch andere Anlageformen gehen. Das wird nicht mehr alleine über die Finanzierung aus Erwerbstätigkeit gelingen. Da brauchen wir eben, wie man so schön sagt, Passiveinkommen, sprich Kapitaleinkünfte, auch in dynamischer wachsenden Regionen als unserer alternden Gesellschaft. Das wäre allerdings, wenn ich das so sagen darf, eine Angleichung der gesetzlichen Systeme in der Tendenz an das, was Private heute schon machen. Und das ist, wie Sie feststellen, das umgekehrte Paradigma, weil unsere geschätzten Mitbewerber links der Mitte wollen ja gerne die Elemente der gesetzlichen auf die Privaten übertragen. Und wir wollen gerne Elemente, die sich bewährt haben, aus dem privat organisierten Bereich bei den gesetzlichen ermöglichen. Bleiben wir mal kurz bei der privaten und bei der Gebührenordnung für Ärzte. Da muss man sagen, wenn wir Vergleich ziehen mit anderen Berufen, Lokführer, Piloten, alle streiken oder setzen mit Druck teilweise Forderungen durch. Die Ärzteschaft doktert jahrelang an einer neuen GUE um, die immer noch vor sich hin dümpelt. Wenn Sie jetzt ein bisschen Politikberatung in die Richtung machen würden, muss man da wirklich kritisch sagen, da hättet ihr früher zu Potte kommen können, das hätte man unter Daniel Bahr noch umsetzen können. Also wissen Sie, ich bin der größte Anhänger der ärztlichen Selbstverwaltung. Das ist für mich auch ein Teil der Qualität unseres Systems. Und deshalb will ich einfach nur sagen, macht mal. Machen wir ja auch. Und, wie ist der Stand da? Ja. Vergeht ja keine Sitzung, wo ich von Ihnen das nicht gefragt werde. Aber ich bin einverstanden. Also der Daniel Bahr hatte uns ja die Aufgabe gestellt, uns mit den Krankenkassen zu verständigen. Das im Übrigen, muss man sagen, Herr Lindner, war natürlich nicht unbedingt notwendig, wenn ich mir die kleine Kritik erlauben darf, weil eigentlich diese Gebührenordnung eine Verordnung ist des Ministeriums und damit sozusagen Gültigkeit hat. Und das ist bei anderen freien Berufen auch so. Es müssen sich nicht die Anwälte mit den Rechtsschutzversicherungen in irgendeiner Form sozusagen koordinieren. Und insofern sind wir da schon auch ein bisschen, haben wir so einen kleinen Rest. Ressentiment noch, aber der ist übrig geblieben. Jetzt haben wir das aber anerkannt, dass wir gesagt haben, wir können die Versicherungswirtschaft nicht überfordern. Dann ist das System ja auch nicht richtig lebbar. Und insofern haben wir uns auf den Kompromiss mal zunächst jedenfalls eingelassen. Und wir haben ein Konstrukt, was fertig ist, was Leistungslegenden hat, die zwischen allen Beteiligten konsentiert sind und was Mengengerüste hat, die zwischen allen Beteiligten konsentiert ist. Und zwar ist das nicht ganz einfach, das Mengengerüst der alten GOE, eines Aufsatzjahres im Jahre 2017 zu konsentieren. Das war erstaunlich einfach, weil unsere Zahlen mit denen der privaten Krankenversicherer ziemlich deckungsgleich waren. Das war schon hilfreich. Bei der Übersetzung dieser alten Leistungsmenge in eine neue, in der neuen GOE mit den neuen Leistungslegenden, ist das ein hochkomplizierter Prozess, bei dem wir unglaubliche Expertise haben, aber auch dankenswerterweise seitens durch die Fachgesellschaften und Berufsverbände, die wir ja mit einbezogen haben in diesen Kontext. Und da haben wir uns lange mit der PKV darüber und McKinsey darüber auseinandergesetzt, wessen Leistungsmengen sind denn die richtigen. Und die haben sich eins zu eins auf unsere Leistungsmengen dann verständigt, weil sie festgestellt haben im Abgleich, individuell bei den Sitzungen, dann zusammen mit Frau König und Herrn Reuter vom PKV-Verband, dass das, was McKinsey da gemacht hat, dem nicht standhalten kann, weil sie einfach keine Expertise an der Stelle besitzen. So, an dem Punkt sind wir jetzt. Und mit den Preisen, die wir kalkuliert haben, mit der jetzt konzentrierten Leistungsmenge, haben wir ein Plus von 21%. Das werden wir wahrscheinlich nicht so kriegen als Preiseffekt. Und insofern geht es jetzt darum, wie man aus diesem Preiseffekt von 21% einen Preis macht, der politisch vermittelbar ist, der seitens der Versicherungswirtschaft und Beihilfe, bitteschön, akzeptiert werden kann. Und das ist ein komplexes Geschehen, in dem befinden wir uns. In 14 Tagen haben wir nochmal wieder Spitzengespräch. Da wird Daniel Bahr dann als Vorstand der PKV-Allianz mit dabei sein.
Und dann werden wir uns genau darüber unterhalten, was so jetzt am Schluss des Prozesses hinten angekommen ist, den er mal irgendwann sozusagen angestoßen hat oder zumindest auf den Weg gebracht hat. Zu dem Zeitpunkt hatten wir, das stimmt, in einem Kurzvertrag drinstehen, letzte Mal schwarz-gelb, da stand drin, dass es eine neue GOE geben soll. Das hat es danach wieder gegeben. Wir werden, wer auch immer uns in der nächsten Legislatur regiert, im Rahmen der Kurzvertragsverhandlungen schon sehr, sehr, sehr deutlich machen, dass wir es als eine Selbstverständlichkeit ansehen und eine Frage auch der Ästimierung des freien Berufes, uns eine neue Gebührenordnung sozusagen dann auch zu erlassen. Und wenn es die nicht gibt, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch an der Stelle mal ein bisschen kratzbürstiger werden können, als wir das in der Vergangenheit zu dem Thema gewesen sind. Das heißt, es würde sich natürlich anbieten, bis zur nächsten Bundestagswahl auch mit der PKV alles konzentriert zu haben. Das ist definitiv, das muss sein. Das soll auch etwas früher sein. Wir müssen in dem Moment, wo wir in Wahlkampf kommen und wo wir sozusagen auf die Endstrecke kommen, an einem Punkt sein, wo wir uns mit der PKV an dieser Stelle einig sind. Und das ist der, sozusagen, das ist Gegenstand der Verhandlungen der nächsten Monate. Und dann ist aber wirklich fertig. Und dann ist die Frage, dann ist der Ball im Feld der politisch Handelnden. Die können dann sagen, okay, wir nehmen das jetzt und finden das so in Ordnung. Wir haben einen Konsens zwischen den verschiedensten Beteiligten. Damit können, glaube ich, wir auch umgehen, weil das hohe Zeit ist, dass wir eine noch Renovierung an der Stelle haben, aus vielen, vielen Gründen. Und wenn das nicht erreichen, dann müssen wir uns eine Strategie überlegen, wie wir damit umgehen. Da kann eine zum Beispiel sein, dass wir sagen würden, wir wenden die einseitig an und könnten sagen, auf der Basis einer freien Honorarvereinbarung, die sich gründet rechtlich auf die aktuell gültige, zum Beispiel. Auch da muss man trotzdem, das könnte man sogar unter Umständen in Abstimmung mit der PKV tun, weil die auch vielleicht froh wäre, wenn sie die neue zugrunde legen würde, weil die nämlich vernünftig sozusagen organisiert ist. Alles Gedankenspiele, über die man nachdenken kann. Auch da, glaube ich, müssen wir schon auch aufpassen, je nachdem, wer uns regiert, dass wir es nicht überziehen, weil wir natürlich am Schluss darauf angewiesen sind, dass ein Gesetzgeber und Verordnungsgeber uns irgendwie auch noch dann entgegenkommt. Und dass man nicht ganz zumacht, wenn man sagt, jetzt sind die Ärzte ganz verrückt geworden, jetzt nehmen wir ihnen das Spielzeug völlig weg. Also das bleibt natürlich ein Spiel der Kräfte, in dem man ein bisschen Feeling und auch Sinn fürs Timing haben muss. Und darum plädiere ich an dieser Stelle auch für das Rest ein bisschen Geduld, was wir nur noch brauchen. Aber dann sind wir jedenfalls sehr sprachfähig, wenn wir das haben mit der PKV. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen mit denen, definitiv. Wunderbar, vielen Dank. Vielleicht kommen wir noch mal zu einem anderen Thema, ambulant und stationär. Das ist ja eine Sache, wir haben in der Pandemie die erste Welle, wenn man sie so nennen will, war gerade halbwegs geschafft. Da sind sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft mehr oder weniger an die Gurgel gegangen. Wer denn den größeren Anteil jetzt daran gehabt hat, dass die Behandlungen so gut gelaufen sind? Dieser Streit, das ist natürlich, es geht um Geld, es geht um Macht und es geht um die Frage, verschiebt man die Sektorengrenzen in irgendeine Richtung, ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber dieser Grundsatz ambulant vor stationär, der oft in der Ärzteschaft diskutiert ist, macht der für Sie Sinn? Ja, aber absolut, das ist das Prinzip der Subsidiarität. Das ist auch eine kluge Ressourcensteuerung. Dahinter steckt auch die freie Arzt- und Therapiewahl. Also insofern, nein, ambulant vor stationär. Ich habe ja eben schon in einer Nebenbei-Bemerkung gesagt, nicht alles, was stationär gegenwärtig an Behandlung erfolgt, muss auch stationär erfolgen, sondern kann auch im ambulanten Bereich erfolgen. Also da sehe ich ein partnerschaftliches Verhältnis jeweils jeder Seite mit ihrer Spezialisierung, mit ihren Möglichkeiten. Selbst der GKV-Spitzenverband hat ja jetzt wieder ein Papier vorgelegt, wo es heißt ambulant vor stationär, aber die verstehen immer so ein bisschen was anderes darunter, nämlich eher manchmal so die Öffnung der Kliniken für die ambulanten Behandlungen. Ist das eine Sache, die okay ist, wo man aufpassen muss? Wie sehen Sie? Also ich weiß nicht, ob die das darunter verstehen. Mein Problem mit dem Übergang oder der Zusammenarbeit ambulant-stationär ist eigentlich dass alle Kostenträger es immer unter dem Aspekt sehen, es muss auf jeden Fall einer von beiden verschwinden. Mal so rum, aber einer muss verschwinden. So, das ist der falsche Ansatz, glaube ich. Wenn man möchte, dass sich etwas für die Zukunft anders organisiert, wenn man sagt, es gibt im fachärztlichen Bereich hochspezialisierte Leistungen, die inzwischen ambulant erbracht werden, die gibt es auch stationär, die könnten das eigentlich zusammentun, vernünftig organisiert. Das ginge auch unter wirtschaftlicher Selbstständigkeit der handelnden Ärzte in guten, es gibt ja auch solche Konstrukte. Und diese Konstrukte, diese Best-Practice-Beispiele, die es gibt, die würden wir zum Standard erklären. Dann bedeutet das erstmal, dass beide aufeinander zugehen müssen und je nachdem, wie eine Region organisiert ist, das miteinander gestalten müssen. Und für diesen Zeitraum muss man vielleicht sogar erst ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass das geschieht. Und dann
wird à la longue irgendwann ein Return on Invest für ein solches Verhalten entstehen? Das weiß jeder Unternehmer, der sozusagen sich umorganisiert und etwas langfristig denkt und investiert. Diese Zeit haben die Krankenkassen offensichtlich häufig nicht. Die wollen sofort im nächsten Jahr oder irgendwann sehen, es gibt Einsparungen. Also, nicht? Wenn Facharztnetze oder Haus- und Facharztnetze sollen dann dazu dienen, dass stationäre Fallvermeidung betrieben wird, dann geht das Krankenhaus in die Knie. Oder aber die Krankenhäuser werden geöffnet und sollen den niederlassenden Fach- und Hausärzten Konkurrenz machen mit dem ambulanten Angebot. Dann gehen die in die Knie. Wobei das ambulante Angebot von Krankenhäusern, ohne dass sie mit den schon vorhandenen ambulanten tätigen Vertragsärzten kooperieren, kann ich nicht erkennen, weil ich sehe gar nicht, mit welchen Ärztinnen und Ärzten die das machen sollen. Also die haben ja im Wesentlichen, jedenfalls in Westfalen, da wo ich relativ guten Einblick habe in die Zahlen, haben die tatsächlich eher Personalnot auf ärztlicher Seite. Wir haben 17% nicht aus Deutschland stammende Ärztinnen und Ärzte im stationären Sektor in Westfalen-Lippe und Tendenz wachsend. Und das ist ein echtes Problem, also Problem nicht, aber es bedeutet organisatorischen Aufwand. Wir müssen aufpassen, dass sie gut integriert werden und dass sie in unser System sich gut einfinden können. Und das ist ja auch, möchte ich gar nicht als falsch ansehen, aber es ist ein Zeichen dafür, dass Mangel da ist. Und die werden nicht ambulante Versorgung in irgendeiner Weise stemmen können. Aber ich glaube schon, dass man eben durchaus sehen kann, es gibt Ressourcen, die vielleicht auch anders genutzt werden könnten und in der Zusammenarbeit besser gehen. Und da muss man sagen, das ist urban in der Stadt leichter organisiert und viel leichter zu machen als in ländlichen Regionen. Da sieht es anders aus. Ich habe ja vorhin mal so ein Setting skizziert, wie ich mir das vorstellen kann im westlichen Münsterland oder im Hochsauerland, dass man sagen kann, dass da so ein kleines Krankenhaus mit vielleicht der geriatrischen Abteilung, mit einer Kurzliegeabteilung, mit einem Pflegedienst dabei, mit einem Hausarztzentrum, mit ein paar fachärztlichen Disziplinen, die da auch vor Ort sein müssen, mit dann vielleicht ein paar Fachärztlichen, die da ein oder zwei Tage in der Woche dazukommen, um dann selektiertes Patientengut für spezielle Fragestellungen sehen zu können. Da sind so viele Dinge denkbar und ich glaube, dass wir das sehen werden. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung weniger Krankenhäuser, dafür mehr... Davor bin ich definitiv. Ich finde, dass wir definitiv jedenfalls in manchen Regionen der Republik und dazu zählt Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall. Auch da gibt es ja jetzt neue Pläne der Krankenhausplanung mit völlig anderem Ansatz, als das bisher gegeben hat. Aber wir haben zu viele Klinikstandorte. Wir haben nicht zu viele Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern und auch nicht zu viel Pflegepersonal. Aber wir haben eine Krankenhausplanung, die immer nur an den kommunalen Grenzen Halt macht. Und die nicht über Grenzen hinweg auch Kooperation fördert. Auch da muss man sagen, es gibt den Krankenhauszukunftsfonds, es gibt einen Krankenhausstrukturfonds. In jedem sind 4 oder 5 Milliarden Euro. Beide könnten dazu geeignet sein und sollen auch dazu dienen, ja Kooperationen zwischen Krankenhäusern zu befördern. Es hat aber die Situation gegeben, zum Beispiel in der Stadt Gütersloh, da gibt es das Elisabeth-Hospital und da gibt es das städtische Klinikum. Das eine ist ein kirchliches Haus, das andere ein städtisches. Die hatten sich zusammengetan und hatten sich genau überlegt, wer macht jetzt noch was, damit nicht beide Standorte, die nicht weit voneinander entfernt sind, in allen Disziplinen sich Konkurrenz machen. Und dann wurde das aber vom Kartellamt untersagt. Dazu hat es jetzt einen Gesetzentwurf gegeben, der das sozusagen dann gangbar hält an der Stelle. Aber man muss einfach feststellen, mit was für Details dann plötzlich man es zu tun hat. Und es hätte entweder der Minister einen Erlass geben müssen, der die Kartellamtsbehörde aushebelt, oder aber es gibt jetzt eben einen Gesetzentwurf, der wettbewerbsrechtlich das sozusagen so organisiert, dass das gehen kann, weil man einfach Angst davor hat, wenn der ein Player vor Ort plötzlich marktbeherrschend wird, dann ist es auch schlecht. Also ich finde in jeder Hinsicht, dass man bei der Fortentwicklung solcher Strukturen, wo man sagen kann, es sind zum Teil 50, 70, 80, 100 Jahre alt, solche Standorte sind ja zum Teil an der Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert gegründet, jedenfalls im Ruhrgebiet. Da kommt die erste deutsche Krankenkasse her von Krupp. Das sind ja uralte Strukturen. Die Reichsversicherungsordnung ist da sozusagen, wenn man so will, entstanden und hat da ihre Ursprünge. Und die Krankenversicherung war damals von den Arbeitgebern eingerichtet, weil sie wussten, wenn ich einen Arbeitnehmer schnell gesund mache, ist er auch bald wieder in der Firma. Also das war die wesentliche Motivation. Und nicht so sehr das Altruistische als solches oder Karitative. Und aus diesem Grunde, glaube ich, muss man da schon zunächst mal nicht mit der kurzfristigen Brille dran gehen, wir sparen jetzt gleich Geld, sondern man muss eben gestalten dran gehen. Und das bedeutet unter Umständen, wie gesagt, wir sehen ja auch in Dänemark zum Beispiel, in der es eine totale, komplette Neugestaltung der stationären Landschaft gegeben hat, hat erstmal richtig viel Geld gekostet. Ich glaube, es gibt eine Schätzung, 80 Milliarden wird das in Deutschland kosten, wenn man es täte, in der gleichen Form. Ist eine Riesensumme Geld, gar keine Frage. Ja. Muss man ja auch nicht vielleicht alles in einem Jahr oder auf einmal tun, aber man muss schauen, dass man sich auf den Weg zumindest macht. Und das wird aufgrund von Fachkräftemangel und Demografie der Tätigen irgendwann ins Haus stehen.
Wunderbar. Kommen wir auch noch mal kurz zum Thema Digitalisierung. Ich will noch kurz sagen, ich glaube, dass da eine Chance drin liegt, in der Spezialisierung auch des einzelnen Krankenhauses vor Ort. Das ist ein sehr emotionales Thema, weil die Menschen wollen ja eine möglichst nahe Versorgung haben. Die Angst ist da, ich erleide einen Herzinfarkt und kann nicht schnell genug versorgt werden. Die Angst muss man den Menschen nehmen, sonst würde es keine politische Mehrheit dafür geben. Das kann im Zusammenspiel von ambulant und stationär aber gelingen. Nur, was keine Zukunft hat, ist, dass auch aufgrund bestimmter betriebswirtschaftlicher Erwägungen jedes kleine Krankenhaus auch versucht, komplizierte Eingriffe zu bewerkstelligen, weil sie hoch abgerechnet werden können. Da brauchen wir eine Spezialisierung. Das heißt also, das, was an Alltagsversorgung, an häufigen Fallzahlen passiert, das kann auch das Krankenhaus, jetzt Gottes Willen nicht eine einzelne Stadt nennen, Buxtehude bietet sich immer an. Aber. Buxtehude, aber Buxtehude als abstrakter Ort. Genau. Ja, aber bei planbaren Eingriffen, langfristig, schwere Erkrankungen, da ist den Menschen nicht nur zuzumuten, einen Spezialisten zu sehen, da trägt es möglicherweise sogar zur Qualitätssteigerung bei. Und ich will eine zweite Bemerkung machen über die viel gescholtene Privatisierung, bewusst jetzt nicht Kommerzialisierung gesagt. Wir haben in den vergangenen Jahren auf Ebene der Länder ja auch eine massive Unterfinanzierung bei den Krankenhäusern und der Modernisierung gesehen. Können wir eigentlich froh sein, dass es über eine Zeit private Player gab, die in einem überschaubaren Rahmen, ich glaube 8% der Betten im stationären Bereich sind in privat-gewerblichen Einrichtungen, die da reingegangen sind, mit Kapital und moderne Angebote gemacht haben, ist auch ein Stück Mangel verursacht durch nicht vernünftige staatliche Finanzierung. Das Geld ist dann in andere Dinge gegangen und nicht eben in die Basics unserer gesundheitlichen Versorgung. Muss sich ändern. Mhm. Passiert auch teilweise in den Ländern schon. Ich will jetzt nicht immer nur von Nordrhein-Westfalen sprechen. Ja. Wir haben 16 Bundesländer, aber ich erinnere mich zufällig, dass es da harte Auseinandersetzungen um die Milliarden für den Bereich der Krankenhausmodernisierung gab 2017. Wenn wir da über die Modernisierung der Krankenhäuser sprechen, da ist natürlich auch der technische Part immer ein großer Bereich. Und es gibt ja jetzt dieses Klinikunterstützungsgesetz, das da 4,3 Milliarden in die technische Ausstattung der Krankenhäuser fließen kann, damit modernisiert wird. Trotzdem, Telematik-Infrastruktur ist für viele Krankenhäuser noch gar kein Thema. Bei den Ärzten fängt das jetzt so langsam an. Aber Sie erinnern sich vielleicht noch, elektronische Gesundheitskarte, das waren so Diskussionen zu Füßen oder Spitzen. Das ist der BER des Gesundheitswesens. Das ist richtig. Woran liegt das? Haben die Ärzte das schleifen lassen? Falsche Politik? Wen machen Sie da als Schuldigen? Ich bin kein Fachpolitiker, deshalb will ich mir da kein abschließendes Urteil erlauben. Es war nicht nur ärztliche Selbstorganisation, Krankenkassen und so weiter, sondern es war auch ein Stück Politik. Das hängt mit bestimmten Datenschutzparadigma zusammen. Ich sage das selbstkritisch für meine eigene Partei, die sich auch immer sehr schwer damit tut. Ich hatte seinerzeit, die Diskussion ist ja 10 Jahre alt, hatte ich den Eindruck, dass auch in der organisierten Ärzteschaft es beim Teilen von Daten so eine gewisse Zurückhaltung gab. Also die Daten gehören nicht dem Patienten, sondern mir, war gelegentlich der Eindruck. Und die Daten werden auch gesammelt im Papierreiter, irgendwo im Büro und nicht in digitalisierter Form. Jeder Arzt kann in seiner Abteilung im Krankenhaus die eigene IT einführen. Das sind alles so Praxisprobleme, die natürlich die Synchronisierung von Daten und auch die Sammlung erschweren. Wie gesagt, ich sage das nur in der Beobachtung des interessierten Generalisten in der Politik, ohne dass ich jetzt selber diese Prozesse steuern würde. Da muss ich etwas tun, weil wir gemeinsam Nutzen davon haben. Nicht nur für die Versorgung der Patientinnen und Patienten, sondern hier sind auch erhebliche Kostensenkungseffekte. Und wir können uns befreien von bürokratischem Aufwand. Das betrifft übrigens nicht nur im engeren Sinne die ärztliche Behandlung, sondern auch den pflegerischen Bereich. Wir haben überlegt, Praxis, sehr hohen Anteil ja von Zeitarbeitnehmern, die machen den Nachtdienst und machen eine Wundversorgung und dann wird auf Papier mit dem Bleistift irgendwas
aufgeschrieben, am nächsten Tag kann das nicht gelesen werden, was ist da eigentlich gemacht worden, würde man das elektronisch abbilden, Foto, kurze Notiz aufsprechen, wird verarbeitet in Text umgewandelt und du hast eine elektronische Dokumentation, viel schlanker, viel kostengünstiger, schneller in der Nutzung, höhere Qualität. Hört sich an wie Science Fiction im skandinavischen Raum Alltag. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg bei uns. Allerdings, vielleicht ganz kurz nur zum Thema Digitalisierung. Wir nähern uns leider schon dem Ende sicher. Vielleicht nur ein Satz dazu. Ja, also ich finde, bei der Gematik hat man den Versuch gemacht, dass alle Beteiligten und mit sehr, sehr unterschiedlichen Grundinteressen sich einigen sollten. Und das war, glaube ich, von der Grundkonzeption her zum Scheitern verurteilt, weil die Interessen da so widerstrebend angelegt sind, dass man davon ausgehen konnte, dass das nicht geht. Ich hätte, glaube ich, es richtig gefunden. Ich bin sonst kein Fan von Verstaatlichung, aber ich glaube, es gibt in einer Gesellschaft, die sehr freiheitlich organisiert sein kann, wo viel freiheitliche, selbstständige wirtschaftliches Handeln auch sein kann, trotzdem so ein paar Basics, die kann der Staat durchaus organisieren. Und ich hätte das System als solches, die Plattform, auf der es läuft, die hätte ich staatlich organisiert. Und dann hätte ich gesagt, wer die Spurbreite dieser Plattform erfüllt, der kann darauf sozusagen sein Produkt entwickeln, so wie der Markt es hergibt und wie der Nutzer es bedarf und braucht. Und ich glaube, dann wären wir deutlich weiter, als wir es jetzt aktuell sind. Wunderbar. Es gibt noch so viele schöne Themen, über die wir diskutieren könnten, aber wir nähern uns dem Ende der Zeit. Und vielleicht, weil wir uns auch der Weihnachtszeit nähern, am Ende hätte ich gerne von jedem von Ihnen nochmal einen Wunsch. Was wünschen Sie der Ärzteschaft das nächste Jahr und was wünschen Sie der Politik? Ja, ich danke zunächst mal der Ärzteschaft, bevor ich einen Wunsch an Sie äußere. Ich danke für die außergewöhnlichen Leistungen in diesem Jahr. Da tun viele mehr als nur ihre Pflicht, sondern weit über das hinaus, was man eigentlich erwarten darf. Und ich wünsche weiter viel Kraft, starke Nerven und die Anerkennung, die den Ärztinnen und Ärzten gebührt, dann nicht nur als Tätige in einem Heilberuf, sondern irgendwann auch als wirtschaftlich Selbstständige. Wunderbar. Einen Wunsch an oder für die Politik? An. Gut. Das ist ja ein großer Unterschied. Also an die Politik hätte ich den Wunsch, dass das noch mehr geschieht, was wir jetzt gerade aktuell tun, nämlich dass ein Austausch zwischen Politikern, die generalistisch organisiert sind, auch sein müssen mit den Fragestellungen, den vielen Fragestellungen, mit denen sie im Parlament zu tun haben, dass sie sich aber die Zeit nehmen und das offene Ohr und das offene Gehirn den Experten der unterschiedlichen Disziplinen, in diesem Falle der ärztlichen, weil ich die vertrete, zuzuhören und sich sozusagen auch intensiv und in Detail auf den Diskurs einzulassen, um daraus zu lernen und am Schluss eine vernünftige politische Entscheidung zu fällen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank an Sie beide.